Hey Leute, jetzt kackt erstmal in die Hände und knetet, denn ich bin's wieder, euer Wonder2Kinfree mit einem weiteren Minecraft Let's Play Part. Heute gibt's sehr viel zu berichten von mir persönlich. Einmal möchte ich sagen, wie ihr hier oben sehen könnt, habe ich Ray's Minimap drauf. Wenn ihr wollt, mache ich gern ein Tutorial, wie man diesen Minimap installiert. Ich hoffe, ich sehe es nicht als Cheaten an, weil ich möchte einfach wissen, wo ich bin, mir ein paar Wegpunkte setzen. Und mich einfach nicht verirren. So, jetzt setze ich mir mal gleich mal einen Waypoint, und zwar den W-Punkt, den werde ich einfach mal zur Little Home nenne ich den. Wie mache ich mein Zuhause denn als Punkt? So ein blauen, so ein little schönes Blau. Und dann haben wir es eigentlich schon. Jetzt haben wir hier unseren Little Home Waypoint, der auch auf unserer Karte angezeigt wird, auf der großen Karte. Und wie ich jetzt hier sehe, sind wir gerade mittendrin. Wir können jetzt selber entscheiden, gehen wir hier weg in die Richtung. Oder bleiben wir da? Ich werde jetzt mal ganz kurz ein bisschen mein Inventar löschen. Ich habe gegenüber dem letzten Part hat sich einiges verändert, werdet ihr vielleicht merken. Ich habe ein bisschen Holz, ich habe ein bisschen Stein, ich habe immer noch Schneebälle und Setzlinge, die ich nicht brauche. Ich habe nämlich Pflasterstein gesammelt und Holz und habe noch ein bisschen Eisen und 5 oder keine Ahnung, 6 Gold oder so gesammelt. Und jetzt werdet ihr euch wundern. Er hat too many Items. Ja, ich habe too many Items, aber das ist jetzt nicht für das Let's Play. Ihr könnt mir da völlig vertrauen. Es wird sich bei den Items nicht viel, nichts verändern. Und ich werde auch nicht cheaten oder so. Im Spiel. Ich nehme die jetzt mit, und zwar werden wir uns ein Lagerhaus errichten, das noch am besten vor Anbruch der Nacht. Und in dieses Lagerhaus, das müssen wir mitten ins Land bauen. Da drumherum wird sich dann später alles drehen, was wir bauen werden. Ach, das ist jetzt scheiße. Boah, das sind süße Hunde, aber ich habe noch kein Skelett geschlachtet. Sonst hätte ich mir jetzt einen Hund mitgenommen. Diese Welt ist very komisch. 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 Was für ein Wort, komisch. Na, Leute, hat... Komm, lass mich da hochladen. Ich brauche irgendwo einen sicheren den Ort, wo es einigermaßen flach ist. Aber hier ist gar nichts einigermaßen flach, muss ich ehrlich sagen. Ich will jetzt mal schauen, ob ich da hinten irgendwie einigermaßen Platz habe. Ja, dann machen wir so, bauen wir uns hier hin. Also Leute, ey, was ich alles noch geplant habe, das könnt ihr mir nicht glauben. Speziell für Minecraft habe ich so vieles, okay, nicht so übertrieben vieles geplant. Und zwar auf jeden Fall mal eine U-Bahn, dann eine Kanalisation, dann das Lagerhaus natürlich, was ich jetzt bauen werde in den nächsten paar Parts. Ihr denkt euch jetzt bestimmt, was will der mit dem Lagerhaus? Alter, ich sag euch, wir werden die ganze verdammte Zeit hier, die wir zusammen verbringen, werden wir so viel Zeug in der Hand haben. Holz, sprich Stein, was wir alle sammeln. Und das muss halt irgendwo verstaut werden. Und deswegen
baue ich auch dieses Lagerhaus. Wir sind noch nicht unbedingt weit weg von unserem Little Home. Alter Leute, die Hälfte vom Video ungefähr ist jetzt schon rum und ich habe noch nicht mal einigermaßen, noch nicht mal richtig anfangen können zu erzählen, wie ich das Ganze geplant habe. Erstmal wird der Boden aus Stein und das Lagerhaus wird ganz einfach sehr groß, kann ich euch jetzt sagen. Ach du Scheiße. Ja, das passt schon. Mein Lagerhaus ist nicht klein, Lagerhaus ist halt groß, weil da viel Zeug rein muss. Und wir legen jetzt heute hier den Grundstein dafür. Genau. Das ist jetzt ein bisschen scheiße. Ich habe es geplant, dass es ungefähr so wird. Jeder braucht irgendwie ein Lagerhaus. Das ist ganz einfach so, weil man eben seine ganze Scheiße nicht immer im Inventar rumtragen kann. Ich persönlich könnte jetzt nicht rumlaufen und meine, keine Ahnung, wie vielen Diamanten irgendwann mit mir rumtragen und so weiter. So Leute, was habe ich geplant? Genau, da waren wir gerade beim Thema. Ich hole jetzt mal ganz kurz einen Zettel von meinen geplanten Sachen. Als Großes haben wir U-Bahn-Station. Nicht U-Bahn-Station, überhaupt U-Bahn. So ein U-Bahn-Netzwerk unterirdisch. Was auch einigermaßen wie eine U-Bahn natürlich aussehen soll. Nicht, dass es einfach aussieht wie ein Tunnel unterirdisch, sondern auch mit so richtigen Stationen. Möglicherweise Rolltreppen für hoch und runter gehen und so weiter. Dann haben wir Lagerhaus, das was wir jetzt gerade im Bauen sind. Was haben wir denn noch? Eine Wohnsiedlung, wo wir dann, wo ich dann, muss ich wiederholen, Spawner holen werde für die Siedler. Ein Siedler-Spawner, wo wir dann handeln können mit den Leuten da. Ja, das denke ich, würden wir auch noch machen. Dann die Kanalisation. Ihr könnt mir natürlich auch Tipps geben. Ihr könnt mir, ihr schreibt doch am besten in die Kommentare, was soll der junge Bursche denn alles noch bauen? Der hat doch so viel, so viele LAN und die Let's Play-Reihe hat ja gerade erst begonnen. Da kann noch so viel kommen. Na, das ist jetzt blöd. Ich wollte jetzt in die Höhe bauen. Und jetzt hängt ihr natürlich Zeug vom Baum noch rum, das ich leider nicht gebrauchen kann. Und diese Kanalisation wird wahrscheinlich einfach ja mit Wasser gefüllt, wie das üblich ist bei einer Kanalisation. Und da könnt ihr dann theoretisch in jedem kleinen Häuschen in der Wohnsiedlung oder im Lagerhaus einfach euer Items in so ein Loch schmeißen und das Wasser spült das Zeug dann einfach weg. Man muss noch schauen, wo das Ganze dann hingespült wird. Ich habe mal gesagt, ja, das ganze Zeug könnte einfach, was weiß ich, wohin. So im Grund, da habe ich mir das vorgestellt am Anfang von der Höhe. So Leute, wir haben jetzt schon 9 Minuten, 21 Sekunden. Ach du Scheiße. Kleinere Sachen habe ich auch noch. Und zwar ein Wasseraufzug. Ganz einfach, ihr kennt das ja, dass manche Leute einfach einen Wasserstrahl runter machen, wo sie dann am Ende einfach raufschwimmen. Dann haben wir noch ein Spiegelbodenzimmer und zwar können wir ein Zimmer machen und wenn wir das mit Eis am Boden versehen, dann sieht das so aus, als ob alles, was da drin steht, einfach spiegelt.
auf dem Eis. Mit Glas funktioniert das nicht, das funktioniert nur mit Eis. Da muss ich auch noch schauen, wie wir Eis kriegen und so weiter. Das muss alles total geplant sein und so. Ich weiß, ich bin jetzt nicht unbedingt der schnelle Bauer. Alter. Alles im Weg gerade irgendwie. Der will nicht mehr meine Ruhe lassen. So geht's viel einfacher und meiner Meinung nach auch schneller. So, 10 Minuten, jetzt haben wir gleich 11. What the hell? Dann, ganz kurz noch, eine Bibliothek. Ganz klar, so standardmäßig. Einfach eine Bibliothek. Dann ein Arbeitszimmer. Ein Zimmer, wo aussieht wie so ein kleines Büro für zu Hause. Dann ein Konferenzraum. Eine Disco. Einen schönen Kamin. Dann und noch einen Wunschbrunnen. Da wirft man dann ein Item rein und bekommt ein anderes raus. Das sind eigentlich so ein bisschen Sachen, die ich mir persönlich wünsche, dass es sie gibt. Ja, und ich denke, wir sind dann langsam angekommen mit der Zeit. Wir hatten sogar zu wenig Zeit, um, damit ich euch das Ganze noch so ein bisschen erläutern kann. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen und ich hoffe, ich kann euch beim nächsten Mal beglücken. Gebt mir doch Tipps, postet was in die Kommentare, liked, disliked, wie auch immer, was ihr wollt. Abonniert mich, kommentiert. Ich würde mich freuen, euch beim nächsten Mal wiederzusehen. Das war's für heute, euer One Day Two King Free.